Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute wieder ein bisschen Kleinkram direkt am Anfang. Aber da weiß ich schon, was zu tun ist. Wir holen als erstes mal Harz. So, und dann nehmen wir hier raus und dort raus. Sehr gut, und wir gehen zurück. Und ich glaube, ich hole auch gleich nochmal Trauben. Ich hoffe, die sind schon refreshed. Mal gucken. So, aber gut möglich. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit jetzt verstrichen ist, seit wir das letzte Mal hier waren. Ich glaube aber, es sollten welche nachgewachsen sein. Ich warte mal kurz einen Augenblick. Aha, was haben wir denn da? Hör damit! Könnt ihr eigentlich hier die Wand ein bisschen höher ziehen, ne? Na, obwohl, dann wächst das ja auch höher. Ich glaube, so viel bringt das gar nicht. Und ich erinnere mich, wir müssten ein bisschen warten da. Da spawnen sie jetzt einen nach dem anderen. Oh, und hier ist weiter gewachsen. Ich warte mal noch einen Moment. Oder sind die jetzt alle geladen? Ich habe keine Ahnung. Ich sammle schon mal. So. Und so. Weil wir brauchen sie ja für unsere Nahrung, ne? Kommen wir leider nicht drum rum. So, und die hier auch noch. Oh. Ah, gut, okay. Ich habe sie aufgesammelt. Nee, doch nicht. Hier liegen sie. Da, das meine ich. Es spawnen dann immer noch welche nach. Ich frage mich, wenn ich die jetzt gerade nicht abgeerntet hätte, wären die dann auch nicht nachgespawnt? Das kann sein, ne? Weil er zum Beispiel berechnen will, wächst hier jetzt was und er merkt, oh, da oben sind Trauben. Nee, dann wachse nicht. Dann nehme ich die Trauben weg und dann merkt er, oh, hier sind ja doch keine Trauben in der Nähe. Und dann spawnt er sie. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keine Ahnung. So, sind hier noch welche? Nö. Gut. Zurück. Sehr gut. Dann ab nach unten. Und wir hatten hier noch ein paar kleine Sachen. Zapfi, was sitzt denn hier rum? Also, darfst du ruhig. Du musst jetzt nicht weggehen. Bleib da stehen. Süß. So, eine kleine Sache ist mir aufgefallen. Und zwar hier vorne war ein Brett schief. Ich guck nochmal genau nach. Das da. Da, ne? Der Übergang ist falsch. Das wollte ich nochmal kurz korrigieren. Das geht ja fix. Halt den hier. Und so, ne? Ja, das ist richtig. Sehr gut, haben wir das schon mal gestrichen. So, dann machen wir Eiter an. Hier, Weichgewebe, weil da haben wir ja jetzt wieder ordentlich. Ach ja, ich habe ja noch den 30er, das reicht ja. Weil wir brauchen natürlich verfeinertes Eiter, und zwar jede Menge davon. Oh, das läuft ja gerade noch. Ups, stimmt, ich hab's beim letzten Mal, kurz bevor wir weggegangen sind. Hä? Bin ich da nicht pennen gegangen? Gut möglich, dass es Tag war. Na gut, wie auch immer. Dann haben wir es halt nur zur Hälfte aufgefüllt. Aber dann haben wir das auch schon mal. Das müssen wir jetzt natürlich während der Aufnahme die ganze Zeit machen. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. So, und Eiter wird auch ordentlich mehr. Ich glaube tatsächlich, das reicht. Oh, hier, wir können wieder Leinzwirn, ne? Stoffe herstellen. Stimmt, das mache ich auch mal fix. Weil wir haben hier ja mehr als genug Flachs. So. Und rein damit. Ach ja, da. So. Zack. Sehr gut. Und zurück. So, dann gehen wir nach oben, bringen die Trauben und die Samen weg. Und haben das dann auch schon mal erledigt. Zapfi schon wieder da. Süß. Samen hier rein. So. Und Beeren hier rein. Her. Hervorragend. Gut, dann als nächstes war eine andere kleine Sache. Wir haben hier bei Monsterorgane die Knochen einsortiert. Und das finde ich ein bisschen unpassend, ehrlich gesagt. Oh, warte mal. Das muss hier hin. So, ja. Und stattdessen machen wir die natürlich in die Knochenkiste. Und wir haben ja den hier, den mache ich mal hier hin. Und diese hier jeweils dort. So. Ne? Viel besser sortiert. Das ist mir ebenfalls aufgefallen. Und das war's auch schon. Und dann noch eine letzte Sache. Und das geht recht fix. Hier, Marmor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So und so. Weil ich glaube, schwarzen Marmor werden wir jetzt auch erstmal nicht finden. Den hier allerdings en masse. Weil wir werden ja natürlich wieder in die Ashlands gehen, weil wir es müssen. Aber auch, weil ich es will. Weil ich will unbedingt neue Festung finden, damit wir ein paar Edelsteine finden. Ne, zum einen. Und außerdem haben wir ja noch mysteriöse Orte zu entdecken. So, hierhin. Hier haben wir schwarzen Marmor. Ist da noch Platz drin? Jo.
Und hier haben wir Graus. Da ist bestimmt kein Platz mehr drin. Nee. Gut, ich schmeiß mal kurz das davor. So. Sollte passen. Dann nehmen wir eine Kiste raus. 10. Und 1 und 2. Außerdem nehmen wir hiervon ein bisschen was, damit wir uns eine Treppe bauen können. So. Völlig egal. Und Grausten. Die Kiste kommt hier hin. So. Zack. Sehr gut. Dann können wir das Ding hier wieder abreißen. Die Sachen aufsammeln. Einen rein und Stapel platzieren. Sehr gut. Haben wir das auch fertig. Und wir müssen kochen, ne? Warte mal. Ja, ich gehe mal hier durchs Portal. Hervorragend. Und wir müssen... Ja, wir müssen mehr von dem Zeug herstellen. Von diesem Dingens. Hier, wie heißt das Zeug? Mariniertes Gemüse, oder wie das hieß. Ich guck nochmal fix, was wir dafür brauchten. Ich habe das natürlich, weil es ein neues Grüngemüse, noch nicht auswendig im Kopf. Rauchwölkchen, Straußenfarn. Ach ja, Straußenfarn! Richtig, das steht an. Wir haben gar kein Straußenfarn mehr. Deswegen muss ich mal kurz in die Aschenlande gehen. Und Straußenfarn sammeln. Und ich frage mich gerade, welcher am geeignetsten dafür war. Ich glaube nämlich, wo wir die Askins gefunden haben, nicht unbedingt. Ich gehe mal in das zweite Portal und gucke einfach, ob in der Nähe Ruinen sind. Weil da sind dann ja auch immer ordentlich Straußenfahrenbüschel. Mal gucken. So, hier waren wir in der Festung. Und ich gehe mal kurz nach oben und gucke, ob hier... Oh, die sollte ich mitnehmen. Die Federn brauche ich. Ich dachte gerade, da war eine zweite, aber nein. Ja, los, komm. Scheiße. Ja. Das gibt's doch nicht. Viel zu weit weg, ne? Ich mach mal so. Noch höher geht ja wohl nicht. Weil das war ja schon ziemlich 45 Grad. Hey! Nee, der ist zu weit weg. Schade. Naja, gut. Ich guck mal kurz, ob hier Ruinen sind. Da sind Ruinen. Ja, und da ist überall Straußenfarn und auch Pilze. Da ist ein Untoter, aber passt schon. Ich hau einfach ab, sobald es geht. Ah, hier sind auch Ruinen. Oh Mann. Und wir werden direkt überrannt, natürlich. Warte mal. So. Der sollte mir helfen. Kommt mal hierher. Wow. So, bei dem laufe ich einfach im Kreis. Na los, hau zu. Ja, also. Na toll, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Oh oh. Oh nein, nicht du. Ich lauf schon. Tschüss. Ich baller mir mal einen Trank. Das geht ja gut los hier. Ich habe vor allem nicht drei Food-Sachen, ne? Das ist richtig gemein. So. Und los, stirb, Asquin. Na also. Und du sollst auch bitte verprügelt werden. Hui, das war knapp. So, die Walküre. Wow, 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 nicht in die Flammen, nicht in die Flammen. Hier kommen noch mehr Feinde. Das ist natürlich super geil. Oh Mann. Oh Mann. So. Da ist ein Zwerg auf meiner Seite. Sehr gut. So, ich hau mal ab. Und eine Frostsalve drauf. Scheiße, 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 scheiße. Energieschild. Aber der ist bald down. Ja! Sehr gut. Dankeschön, Zwergi. Ich wünschte, ich könnte dich heilen. Kann ich aber leider nicht. Da ist auch die Treppe, ne? Gut. Aber alles gut. Wir sammeln hier Straußenfarn und Pilze und hauen ab. Mehr wollte ich ja eigentlich nicht machen. Da war eine Ruine. Da sind noch Ruinen. Da gehe ich gleich hin. Aber erstmal wollte ich hier gucken.
Und ich weiß nicht, soll ich den Grausten wegschmeißen? Weil den brauchen wir ja gerade nicht, ne? Hey, ist ja schon alles abgefarmt. Oh. Ich dachte, hier wäre überall welches. Nö. Halt! Energieschild, sehe ich gerade. Wo ich diesen Lavafleck da sehe. Oh Mann. So, hier haben wir welches. Und hier. Und das war's, ne? Mit der Ruine. Hier sind noch ein paar Pilze. Die nehme ich auch noch mit. Wow, und morgen. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich da nicht weitergehen. Aber daran lag's. Ich mach mal hier ein paar von denen. So. So, schön verprügeln. Ja, der packt da fest, sehr gut. Hä, warum packt er fest? Ach, vom Gift wird er ja gestunt manchmal. Stimmt. Ist ja übel strong. So, dann kommen wir hierher und lass dir nochmal einen auf eine Mütze geben. Und tschüss. So, dann dein Loot natürlich. So, sehr gut. Wir haben die Kontrolle. Und ansonsten, da hinten wäre noch eine Ruine. Ja, los, komm. Wo wir gerade dabei sind. Ich will so viel Straußenfarm mitnehmen, wie es geht. Das ist eine Zwergenbase. Ich hoffe, da sind noch Zwerge da. Sind es? Oh ja. Hier wäre Weichgewebe, aber das lasse ich mal da. Aber hier ist auf jeden Fall jede Menge Straußenfarm. Hör damit. Jetzt bereue ich es echt, dass ich das immer zurücklasse. Ich glaube, das sollte ich mir abgewöhnen. Wenn wir Straußenfarm sehen, sollte ich auch den mitnehmen. Weil das verbraucht sich ja doch recht fix. Oh, aber hier, Alter, bei diesen Zwergenbase ist es richtig geil. So. Bist du Freund oder Feind? Freund. Ich würde ja natürlich gerne einen Troll reinschmeißen, damit wir das Weichgewebe kriegen. Aber ich bin ganz ehrlich, in den Ashlands bin ich froh, dass wir hier Zwerge haben, die uns helfen. Deswegen lasse ich die mal leben. Und ich gehe wieder zurück. Halt, da sind noch Pilze, die nehme ich auch noch mit. Auch wenn der dann auf uns aufmerksam wird. So sei es. Dann gehe ich mal zu diesen Ruinen dort. Hier sind auch noch welche, aber kein Straußenfahren. Okay. Dann lade ich mal die Ausdauer. Oh nee, die da. Oh, die greifen den Zwerg an. Das heißt, sie haben keine Aufmerksamkeit auf mich. Ich hau mal ab. Die habe ich schon durchsucht, ne? Dann hier nochmal hin. Aber hier war ja der große Fight, ne, mit den Jungs. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendein Straußenfarm steht. Doch, hier! Sehr gut. Und hier natürlich. Nee, nix. Naja, gut. Da ist noch eine Hütte, da gucke ich auch nochmal rein. Ja, hier ist auch noch ein bisschen. Und das hier und das war's. Naja, gut. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück. Ja, der will es doch wissen, wa? Verdammt. Ich geh mal hier so hin. Damit er mit hin, damit er in die Nähe geht. Scheiße, nicht getroffen. Ja, komm, mit Frost. Du auch nochmal. Oh nein, der macht die schönen Säulen kaputt. Ja, was soll's. Oh oh. Hör mal auf damit, bitte. Energieschild. So, dann den Stuff noch aufgesammelt und nix wie weg hier. Die Treppen hoch. Da sind noch überall Ruinen, aber die sind alle in der Lava. Ja gut, wie viel Straußenfahren haben wir denn? Fast ein Stack voll, komm. Das sollte doch vorerst reichen. Weil wir brauchen ja eigentlich nur ein bisschen von dem grünen Gemüse und dann hauen wir hier wieder ab. Also, mehr brauchen wir nicht, meine ich. Also, alles gut. Let's go. So, perfekt. Dann gehen wir mal nach unten. Huch. Achso, Ausdauer, ja gut. Wir nehmen... Erstmal sortiere ich den Stuff ein. Federn. Hier.
Monsterorgane. Hier sind noch Häute. Und hier ist vor allem auch jede... Halt! Hier hin. Hier ist auch jede Menge Stein. Also nur einer, aber jede Menge Marmor. Rein damit! Halt! Warum leckt es so? Ach, weil wir wieder aus den Ashlands wiederkommen, ne? Hm. Ja, das finde ich ein bisschen nervig, dass er dann am Anfang noch so ableckt. Aber was soll's? So, Feuer kommt hier rein. Und Monsterorgane dort. Ah, jetzt geht's wieder. dann hier Fisch- und Reptilienfleisch. So. Pilze. Und Straußenfarn. Und da hatten wir, glaube ich, gar keine mehr, ne? Ja. Das heißt, wir nehmen hiervon Stack mit. Was war das noch? Die blauen Pilze. Können wir wieder anbauen, merke ich gerade. Und Harz, ne? Da nehme ich mal alles mit. Weil wir müssen auch das wieder anmachen. Und nehme hiervon 20 mit. So. Und was fehlt noch? Ach ja, das ist ja unten. Flachs. Nachschmeißen. Ach so, der ist auch gar nicht durch. Nö. Ja, dann schmeiß ich so viel nach, wie es geht. So. Einer fehlt. So. Sehr gut. Dann lege ich mal hier nach. Rein damit. Und zugemacht. Hier rein damit. Zack. Sehr gut. Und dann haben wir das hier. Die sind beide fertig. Können wir auch... Stimmt, wir müssen neue Metmischungen anrühren. Ausdauertränke sind wieder rar geworden, ne? Mach ich gleich. Erstmal koche ich hier ein bisschen. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr Platz im Inventar. Oh, Gott sei Dank brauchen die nur zwei Straußenfarn. Ja doch, ist schon recht ergiebig. Von den Zutaten her tatsächlich in Ordnung. Ich mache deswegen mal richtig viel davon. Vielleicht so viel wie geht, überlege ich gerade, aber... Dann haben wir gar kein Straußenfarn mehr, ne? Oh, und vor allem auch kein Harz mehr. Ja, das hier, das verbraucht sich richtig schnell. Muss ich mir mal wieder angewöhnen, dass wir da regelmäßig hingehen, was abzuzapfen. So, ich mach mal 2 Zehner vielleicht. Ja, dann haben wir gar kein Harz mehr, ne? Ja, ich mach so viel wie geht, komm. Was soll's. Das sind doch genau 2 Zehner. Perfekt. Ja, dann hätten wir das auch. Halt, das hier kann ich auch noch mitnehmen. Halt, den mit. Wir haben ja noch Platz im Inventar. Dann kann ich das auch gleich mit hochräumen. Was war das denn für ein Soundbug gerade? Keine Ahnung. Halt, hier. Sehr gut. Ja, Stück für Stück, ne? Dann mache ich mal hier das hier rein. So, und außerdem hiervon nur die Hälfte. So, den mache ich so. Davon nehme ich die Hälfte so, damit wir endlich mal Salat aufbrauchen. Den Met schmeiße ich so rein. Ja, ich muss doch so machen, ne? Oh, Nachtmusik hat begonnen. Wir könnten theoretisch auf Asquin-Jagd gehen. Noch nicht. Da warte ich noch ein wenig. Harz, halt. Das kommt hier hin, das kommt so, das kommt so. Dann Kräuter hier rein. Und Pilze hier. Und wir müssen wieder eine anschmeißen, ne? Oh, gelbe Pilze. Die brauchen wir für Ausdauertrank. Wir brauchten dafür Moltebeeren. Die gelben Pilze, die muss ich von oben holen, ne? Und was fehlt dir denn noch? Honig natürlich. Da nehme ich mir auch mal ein Stack raus. Und gehe mal kurz in den Speicher. Und hier hinten hatten wir mehr als genug. Die habe ich schon nach oben gebracht, aber da... ja, da war ich ein bisschen vorschnell. Deswegen hole ich eine Reihe wieder zurück. So. Bin allerdings gespannt, ob die überhaupt in die Kiste passen. Perfekt. Ich stelle erstmal her. Halt. Ach ja, die blauen Pilze habe ich rausgenommen wegen Anbau. Das machen wir gleich. Erstmal gehe ich nach unten und stelle 4. Ich mache mal 4 Metmischungen. So.
Nee, ich mach 5. Damit ein Stack Pilze weg ist. Auch wenn es dann ungerade ist, ne? Eigentlich unsatisfying, aber gut. So. Rein damit, rein damit. Und die 3 hier rein. So, dann nehme ich das hier nochmal mit hoch. Warum nicht? Halt, da kann ich nachschmeißen. Nö. Es sind nur 8. Passt schon. So viel brauchen wir den Stoff nun auch wieder nicht. Ich will nur wieder gerne was auf Halde haben, ne? Ihr kennt mich. Und wenn ich... Ach ja, das war ja komplett aufgebraucht. Wenn ich die jetzt hier versuche reinzutun, passt es nicht, ne? Hm. Hm. Dann sollte ich hier vielleicht anfangen, in 3ern nach oben zu bringen, ne? 3. Und 1, 2, 3. Ja, dann mache ich so. Ne? Was soll's, komm. Also, nochmal nach hier hinten gerannt. Wo waren die? Hier. Die rein. Und die rein. Und dann gehen wir nochmal kurz zurück und holen die Hacke, ne? Ja. Aber nicht nur das, ich sehe auch gerade, wir haben Dingens mit einsortiert. Wie heißen sie denn? Die Tränke. Die hole ich mal wieder raus. Hier. 4. Und die 3. So. Und dann natürlich die Hacke hier, weil wir müssen kurz ein paar Pilze anbauen. Habe ich keinen Bock drauf, aber was soll's. Und ich glaube, ich nehme hiervon sogar nochmal die Hälfte mit. Also so meine ich. 1,5 Stacks sollten passen. Aber bevor wir in die Mistlands gehen, also in unsere Mistland Base, werde ich schlafen gehen, damit nicht irgendwelche Nachtviecher spawnen. Gar keinen Bock drauf. Also würde ich sagen, gute Nacht. So, guten Morgen. Ach shit, ich habe vergessen zu speichern, deswegen laggt er gleich. Nein, nicht laggen. Es tut mir leid, ich habe vergessen. Schnell. Ah, zu spät. Okay, nächstes Mal denke ich wieder dran, auf Speichern zu drücken. Sorry. So, außerdem sind die Dinger wieder voll. Ich guck mal. Ah, die sind sogar tatsächlich... Hä, Alter, wie schnell füllen die sich denn? Sehr gut. Ich schmeiß die mal... Ja, ist eigentlich egal. Ich mach die mal hier hin. Gyal, ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier ein Gyal gehört. Energieschild. Hui, hui, hui. Oh, vielleicht sollte ich mal mir ordentliche Nahrung ballern. So, hier sollten wir erstmal geschützt sein. Da lade ich mal das Eiter auf. Wo ist er denn? Irgendwo über mir bestimmt. Ich locke ihn mal von meiner Base weg. Über mir, ne? Irgendwo da müsste er sein. Da ist er. Na, warte. Wenn ich dich erwische, mein Freund. Ausdauer. Frostsalbe. Ich kann nicht ausweichen hier, ne? Wow, das meine ich. Hui. Ja, doch, vielleicht hier lieber auf die hier. So. Da war ein Krieger, ne? Da hat ein Krieger geschrien. Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. Da ist er. Soldat meine ich, nicht Krieger. So. Bitte nicht meine Sachen treffen. Das wäre nicht so nett. Wow. Okay, jetzt hat er mich getroffen. Frostsalbe! Wow. Nein. Hui! Oh oh! Scheiße! Ich bin am Feuer gestorben! Nein! Ich hasse die Mistlands! Ja, scheiße, Mann! Gut, was soll's? Dann kurz reggen. Und dann baller ich mir das gute Food rein. Und dann holen wir unsere Sachen zurück. Ja, das ist jetzt wieder doof gelaufen. Warum ist er jetzt direkt ein Gyal bei unserer Base? Hm. Warum ist der Gyal direkt dort? Normalerweise ist da doch gar keiner. Also ich weiß, dass in unserer Nähe von unserer Mistland Base immer einer war. Aber der war ja direkt über... Also wir kommen aus dem Portal raus und der hat uns direkt ins Gesicht geguckt. Das ist eigentlich unüblich für diese Stelle, aber gut. Was soll's, rein damit. Oh, jetzt habe ich keinen Salat gegessen. Egal. Und ich habe auch Angst... deswegen baller ich mir mal das hier und das hier. Komm, let's go.
Und nix wie hin. Och nee. Er hat das Portal zerstört. Oh nee, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Och nein. Nebellandebase. Wo ist die nächstgelegene? Da ist die Sumpfbase. Gut, das spule ich vor. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, da würde ich sagen, let's go. Der Soldat ist hier natürlich noch, aber erstmal mache ich das Mistvieh down. Wo ist es denn? Na, hallo? Ach, der hat wahrscheinlich das Portal zerstört. Kann das sein? Warte mal, komm mal hierher. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh, du Penner! Du sollst hierher kommen, verdammt nochmal. Oh, jetzt hat das kaputt gemacht. Scheiße. Ja, umbuddeln kannst du ruhig. Verdammt. Jetzt hat er den einen zerstört. Na gut, was soll's. So. Geh ich mal hier hin. Was liegt denn hier? Stein. Achso, der hat das weggebrochen. Gut. So, und das sollte ihm den Rest geben, glaube ich. Tschüss. So, und jetzt brauchen wir hier erstmal das Portal wieder hin, oder? Ich habe sicherheitshalber eins mitgenommen, falls die Sachen despawnen. Aber hier liegen sie noch. Ich mach mal das Ding hier wieder hin. Verschiedenes Portal. So. Und Nebel. Lande. So. Ja, und das Ding hier ist kaputt. Na toll. Her damit. Und bitte sag mir nicht, dass ich dafür eine spezielle Schmiede brauche, sondern nur eine Workbench. Herstellung, ne? Da. Ja, ich kann es bauen. Sehr gut. Dann mache ich den mal so. Gut. Was ein Krampf. Ja, ich habe natürlich noch jede Menge Stuff dabei. Da oben ist eine Zecke, die mache ich mal down. Tschüss. Und ich hole mal erstmal meine Sachen wieder, oder? Was noch eine? Alter. Oh Mann. So, jetzt aber. Und wo ist der? Da ist der. Hat er wenigstens vernünftig Leben verloren? Stirb! Na los, ich will deine Lebensanzeige sehen. Ja, der hat schon ordentlich Leben verloren. Sobald er seine Feuerbälle macht, springe ich hier weg. So. So, hier hoch. Und so. Sehr gut. Dann den Gallenbeutel hole ich mir gleich. Und dann mache ich die Zecke da down. So. Oh, sogar eine Trophäe. Gut. Aber ich glaube, ich habe auch eine Menge Müll dabei, ne? Hier so 6 Steine und so ein Krempel. Das brauche ich nun wirklich nicht. Und ich habe ein paar Moltebären mitgenommen. Das kommt weg, das kommt weg. Oh, die haben eine Schwadenfackel zerstört. Da gucke ich gleich mal wo. Das hier brauche ich auch nicht, ganz ehrlich. Dann nehme ich erstmal die Sachen, die sich stecken. So, das hier brauchen wir gleich. Ich nehme erstmal die Sachen raus. Ja, den Rest brauchen wir. Die kann ich schon mal wieder einsortieren. Halt, es kommt hier hin. Ja, dann mache ich mal so und so. Und komm gleich wieder. Ist sowieso gerade Nacht geworden. Jetzt aber ganz schnell weg hier. Und da ist noch ein hässlicher. Zwei sogar. Hierher. So. Und bam! Zwei auf einen Streich. Hervorragend. Er mit dem Harz. Da kommt noch eine, sag mal. Ist das hier eine Zeckenparty? Stirb! Und das hier auch nochmal abernten. So wie den hier. So. Und zurück.